Folge Nummer 25 von Graveyard Keeper mit Stranger Sins und Game of Crone. Wir haben letztes Mal hier ein bisschen Fisch zum Schluss hier am Tisch gemacht und wir hatten einmal Dingens angemacht, sag schon hier, Eisen. Sollten wir vielleicht mal diesmal noch probieren, das mehr hinzukriegen. 7. Bei 7 haben wir nicht genug Feuer da drin. Dann lass uns halt erstmal 6 machen, das reicht erstmal. Wir haben ein bisschen Glauben dabei. Jetzt ist die Frage, der Astrologe ist da. Der wollte ja was haben, was wir irgendwie nicht hinkriegen. Da wollte ich auch noch nachgeguckt haben, bin ich aber gar nicht zugekommen. So ein Shit. Ja, der Glaube. Ich weiß jetzt gar nicht, kriegen wir den Glauben? Hof vergrößern, Steinvorrat, Steinschneider, Drehscheibe. Ich glaube, das haben wir alle schon, ne? Werkbank für Holz, Holz. Parkplatz haben wir, Sägebock haben wir. Amboss, Hölzernamboss haben wir. Ne, da sind wir ajour, wie man so schön sagt. Hier war Dingens, ne? Wir haben aber keinen Bärenstrauchsetzling und einen Apfelbaumsetzling, der fehlt uns. Wenn wir den hätten, können wir da weitermachen. Haben wir eine Leiche? Ne, ne? Ach, da oben rechts? Nein, haben wir nicht. Ist hier noch was? Ja, da können wir was aufnehmen. Haben wir dem schon? An der kriegt der Cognac jetzt schon. Oh ja, du musst einfach nur ein altes Fass ausgraben. Kannst du mir eher etwas mehr dazu erzählen? Das gehört dem alten Friedhofswärter. Wir haben die ganze Zeit zusammen gesoffen. Wo soll ich genau suchen? Grab Erdhügel zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm aus. Es ist nicht viel Cognac übrig, also sei leise. Warum soll ich das denn unbedingt machen? Saat, weil ich wohl kaum mit meinen Zähnen graben kann. Okay, okay, aber danach erzähle ich dir etwas ganz Wichtiges. Neue Aufgabe. Grabe den Cognac-Fass aus einem zwischen dem Dorf und dem Leuchtturm. Ja, das wäre jetzt schnell machbar. Aber jetzt ist gerade irgendwie der Papst da, oder? Boah, jetzt gießt es aber richtig, wa? Warte mal, ist das der hier, der dann kommt? Oder war das der andere? Kiste, Grabstätte, Blumenbeete. Oder Blumenbeet. Rote Blume, Stein. Ja. Warte, gucken wir mal hier unter NPCs, dann wissen wir, wer das ist. Das ist der Inquisitor und das andere ist der Papst, ne? Ja. Erreicht 20 in der Kirche, bringt dem Bischof hier gute Fischfilets. Ja, die guten Fischfilets, die sind an der Angelstelle zu holen, aber... Wie war das da mit dem Angeln? Keine Ahnung, müssen wir mal checken. Mein Dingens ruckelt ein bisschen, ne? Ich glaube, da brauchen wir einen Köder, einen passenden für. Damit wir die guten Fischfilets kriegen, ne? Oder? Kein Köder ausgeben. Verschiedene Köder erlauben dir, verschiedene Fische zu angeln. Siehst du? Ich habe keinen Köder, also kann ich auch keinen angeln. So werde ich nichts fangen. Ja, den habe ich aber, den Grünling, und der bringt mir nichts. Ich kriege ja nur Grünlinge daraus. Hier ist jetzt so eine Blume, die ich fürs Beet brauchen könnte, ne, oder? Rote Blume, genau. Da rechts ist es auch noch eine rote Blume, ich glaube schon, ne? Ich wollte nicht die weiße, ich wollte die rote. Passt. Was ist das? Stein? Lehm? Oder was ist das? Stein. Kann ich noch niemand mitnehmen. So ein Shit. Was haben wir denn wieder alles mit, dass wir nichts tragen können, ne?
Weißes Fischfilet, aber nicht gutes. Das Papier. Ich müsste an Tinte noch kommen. Mir Nägel. Komplexe Eisenstücke. Warte mal, war hier irgendwo der Weg, der zu war? Aber ich wollte nicht den Weg freimachen, Ben, sondern ich wollte den Weg nach unten da freimachen, damit ich zur Kirche schneller komme, ne? Und einfache Eisenstücke brauchen wir, die braucht man da unten auch, glaube ich. Ja, kann ich jetzt leider den Stein nicht mitnehmen, ist aber nicht schlimm, das lassen wir jetzt da. Hier sind auch wieder rote Blumen, ne? Jetzt muss der Papst da stehen, oder? Wir quatschen den mal an. Das ist irgendwie mit dem Bronzenen. Der Kritoff geht gut aus. Was können wir denn handeln bei ihm? Flüchtiges Gebet. Hostien und Kerzen. Die kosten ganzen Silbertaler da. Nee, da machen wir das leider. Oder würde ich gerne machen, aber machen wir nicht. Kann ich hier was machen? Nee, ne? Nee, hier ist noch nichts. Predigt wählen. Hab ich nicht eigentlich. Ich habe doch eigentlich eine mit, oder nicht? Das ist doch hier Leitfaden für Geistliche. Die kann ich nicht wählen. Da geht nichts. Komisch. Ja, wir müssten hier mal was machen, ne? Zaun reparieren, Steinreparaturwerkzeug brauche ich dafür. Ja. Haben wir nicht, müssen wir noch machen. Hier fehlen Möhren, haben wir keine, dann sollten wir vielleicht mal welche holen. Komme ich denn da oben rein? Gar nicht. Doch, hier hinten rum war das. Aber hier gibt es Beeren, aber ich kann nichts tragen, also brauche ich auch nicht die Beeren gerade holen. Ja, bringt mich jetzt nicht weiter, weil ich hier nichts tragen kann. Ah, guck mal, die Blumen können wir dann da erst hin tun. Was mache ich jetzt mit den anderen Leitfaden für Geister für die Benutzung? Den Fisch brauchen wir auch nicht hier eigentlich, ne? So, den sind wir weg. Jetzt können wir nur die Made da auch noch hin tun. Oder Maden. So, jetzt brauchen wir den Kompost. Und dann wieder wegbringen. Den Rest. Passt. Will ich noch hier was rüberlegen? Nein, will ich nicht. Können wir hier noch was machen? Komposthaufen entfernen, nee. Wofür ist das hier eigentlich? Gut. Keine Ahnung, der Unterstand. Gut. Passt erstmal. Wasser brauche ich gerade nicht. Töpfern will ich auch nicht. Was kann ich noch machen? Steinreparaturwerkzeug bauen dann. Naja, das können wir jetzt gerade noch nicht. So, da sind wir los. Brauchen wir hier was? Erstmal nicht. Mais, was haben wir hier? Rüstung. Politurpaste. Was brauche ich denn dafür? Noch Öl. Und das sind Umrandungen. Okay, das läuft noch. Ach so, gut.
Vier Stück gibt es dann, ne? Und dann machen wir die doch mal, oder? Jetzt habe ich die gemacht, oder? Mach ich die nochmal. Einer geht noch. So. Jetzt muss ich nochmal in den Keller gucken. Weil ich wollte ja den Durchbruch da machen. Der ist nicht da und ich kann aber auch nichts machen, ne? Hier ist schon der Durchgang durch, okay. Warte mal, da aufmachen würde jetzt nicht so einen Sinn machen, oder doch? Da muss ich zweimal aufmachen. Und einen anderen Weg gibt es nicht, den ich dann aufmachen muss, ja genau. Aber ich mache es trotzdem mal hier erstmal schon mal. Wenn es kann. Ich kann es auch. Das ist schon mal gut. So, aber leider. Da geht nichts. Und da fehlen mir jetzt die Holzflöcke. Holzkeil. Den Rest habe ich aber. Das ist doch schon mal gut. Hat das hier eine Bedeutung? Oder das hier? Nein. Da kann man nichts machen. Da auch nicht. Hanfsaal kann man hier basteln. Achso, und Schweine und Papier haben wir schon. Was kann ich hier machen? Ja, hier bringt mich das jetzt nicht so viel. Ach so, das ist wieder Forschung, kann ich da kriegen. Ja, dann machen wir das doch erstmal weg hier. So, wunderbar. Ich habe 101 Punkte. Ach so, und da brauche ich zwei Glaube, um den Fisch zu untersuchen. Das will ich ja jetzt nicht. Ich will nur mal gucken. Brauche ich denn für was anderes weniger? Ich müsste diesen Schlüssel mal untersuchen, ne? Das wäre vielleicht sinnig dann. Aber dafür brauche ich Glaube. Oh, da ist er. Wenn ich jetzt hier gucke, sagt er mir, das ist verschlossen. Ich glaube, ich brauche dafür einen Schlüssel. 5 Glauben brauche ich, super. Und Schlange hat mir nicht das Rezept gegeben. Das ist das Doofe. Glaube ich auf jeden Fall. Ach, verlassen, ne? Dann geht's auch. So. Wir brauchen jetzt erstmal Holzkeile, den machen wir erstmal gerade. Ist hier noch was drin? Da haben wir auch schon sowas reingetan, ne? Wir wussten nicht, wohin damit, ne? Warte mal, gibt es hier noch einen neuen Bauplan? Nur eine Kiste, alles klar. Gehen die Keile hier? Ich glaube, die Keile gehen hier, oder? Ne, die Keile gehen nicht hier. Da auch nicht. Das war der Amboss, ne? Da gibt's sowas noch. Ne. Okay, da laufen noch welche. Hier sind die Keile. Jetzt müssen wir die gerade fertigen. War klar, dass nicht genug da ist, ne? Hier, zack, essen wir mal ein bisschen Vegetable. Und dann sind wir das los. Das weiß ich nicht, ob man das auch machen kann. Du bemerkst viele kleine Dinge bei anderen Leuten. Komm her, diese, und du hast eine Geschichte. Manchmal kommst du Geschichten.
Prediger-Episkop hat dir gesagt, dass du jetzt eine Messe gestalten kannst. Also los, bist begierig. Du gräbst tiefer, wenn es das Wesen der Dinge. Einen Gegenstand zu studieren verrät dir vielleicht eine Geschichte. Ja, das ist klar. Hier müssen wir gerade noch fertig machen. Jetzt haben wir die Holzkeile. Mal noch 10, ne? Ich will's hoffen. Wenn wir da unten aufhaben, dann freut sich der Saat, weil, Gary. Weil dann Schlange direkten Weg zu ihm hat. Okay, ist doch nichts schlimmer. Bis später. Weil er sprach, ich soll den ja nicht frei machen, ne? Sachen studieren sollte man. Aber ich brauche immer zwei Glauben und ich habe keinen Glauben. Das ist mein Problem. Ich weiß jetzt nicht, wann Messe ist. Das ist auch ein Problem. Er ist schon weggelaufen. So. Ja. Ich glaube, wir sind schon wieder so weit, dass wir auch eine Runde pennen können. Hier sammeln wir gerade noch das Material. Ja, da unten wäre schon wieder was fertig, ne? Nee, doch noch nicht. Schmeiß es gerade weg. Nein, den Leitfaden für Predigen, den brauchen wir noch nicht. Wir brauchen Möhren. Und das 5 oder 10, ich weiß es nicht. Das passt erstmal. Achso, wir wollten da noch Dünger reinschmeißen, beziehungsweise Ernteabfall da reinschmeißen, das ist was wert. Okay. Sehr interessant, dass das. Aber das geht nicht, ne? Oh doch, die haben wir noch gesammelt. Dann gehen die vielleicht auch noch. So, dann packen wir aber gerade noch die Möhren da rein. Doch 10, nicht 5. Dann holen wir die schnell noch. Und dann gucken wir mal gerade, dass wir die dann noch hinkriegen. Sechs Bären haben wir. Ja, sollte erstmal reichen. So, jetzt ist IA wieder glücklich. Das Kochbuch haben wir auch noch nicht fertig. Gefertigt ein Tisch, Tisch 2. Ich weiß nicht, wo ich einen Tisch bauen kann. Wir werden sehen, aber das machen wir jetzt nicht in dieser Folge mehr. Wir machen das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, ciao.